Meine Damen und Herren, das ist der Gast unserer heutigen Sendung Neo Magazin Royal. Herbert Grönemeyer ist heute. Ich trage es direkt hier ein. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Herbert Grönemeyer, Sternzeichen? Widder. Sternzeichen, Widder. Was sagt man über Widder? Was sind Widder für, oder ist das? Am Niveau eines Säuglings ist das erste Zeichen im Sternkreis und sind sehr feurig, wild und sehr männlich. Fühlst du dich gut repräsentiert? Sehr völlig gut. Richtig. Die Sendung heute Abend liegt hinter uns, heißt Neo Magazin Royal. Und das ist jetzt wirklich, der Sender will es aus statistischen Gründen ein paar Fragen. Ja. Wie bewertest du die Gesamtleistung des Moderators? Das ist, will die Programmdirektion immer genau wissen. Ich fand die gehoben durchwachsen. Gehoben durchwachsen. Das ist schmeichelhaft, aber auch ein bisschen demütigend. Auf gleichzeitig. Du hast auch gesagt, für alle Menschen nach 50 ist die Musik immer noch schön. Nein. Nein. Ich höre alles. Die Musik ist für alle super. Aber wenn die älteren Leute sagen, ja, früher ihr mit eurem Grime oder eurem Hip-Hop oder so. Früher war die Musik richtig gut. Und dann hören die jungen Leute, Herbert Grönemeyer, ja, stimmt. Früher war sie nicht besser. Gut. Okay, danke schön. Gut, was wir darüber gesprochen haben. Bist du im Talk genug zu Wort gekommen? Weil wenn nicht, können wir das jetzt auch noch nachholen. Fast zu viel, würde ich sagen. Fast zu viel? Ja. Bist du ein Talkshow-Quatscher, der dann nicht halten kann? Wenn ich einmal losrede, ist furchtbar, aber an sich gehe ich nicht so gerne in Talkshows, ja. Ah, okay. Weil du dich da verplapperst oder warum? Weil ich oft rede, ohne zu denken, ja. Okay. Andererseits kennzeichnet das doch ein Künstler. Das kann sein. Ich habe mal in der Talkshow, wir haben uns das letzte Mal gesehen, vor vielen Jahren bei Anke Engelke, und da hast du erzählt, dass du deine Texte, du machst erst die Musik und dann denkst du dir irgendwas Lyrisches aus, was auf die Musik passt. Also brabbelst du vor dich hin und manchmal landet das auch im finalen Text. Ich singe alles auf Englisch und so einen Bananentext und dann trellere ich so vor mich hin und dann, ich habe das Ding noch im Ohr. Deswegen höre ich so komisch. Und dann singe ich und manchmal habe ich auf Englisch irgendwas gesungen und das übersetze ich dann auf Deutsch, so wie zum Beispiel bei Mensch hieß es Plage de ma vie, also am Strand des Lebens, das habe ich dann einfach reingenommen. Am Strand des Lebens haben die Leute gesagt, ist ja sehr interessant, was er sich da gedacht hat. Das klingt sehr intellektuell, aber das habe ich einfach gelassen, dachte, ein schönes Bild. Wie hat es, ja, schön, es ist sehr lang, ich mache einfach mal. Vielleicht kannst du einen Strand malen. Ich male einen Beach, genau, und eine Palme. Wie hat es dir bei Aspekte gefallen und warum war es bei uns besser? Ich fand es bei Aspekten relativ sehr intellektuell. Hier fand ich es beschwingter. Ja, beschwingter. Das liegt daran, weil wir deutlich dümmer sind als die Kollegen von Aspekte. Deswegen, wir haben nicht so viel Sorgen, weil wir zu wenig wissen einfach. Ja, das stimmt. Gehobene Fernsehwissen haben wir. Genau. Fernsehbildung. Würdest du im Nightliner mit dem Rundfunk-Tanzorchester lieber bei den Bläsern oder bei den Streichern schlafen? Ich würde immer wechseln, von Tag zu Tag. Ah, sehr diplomatisch. Bist du auf Tour im Nightliner unterwegs gewesen, oder? Jetzt nicht mehr, aber wir waren lange Zeit im Nightliner unterwegs. Aber wir hatten weder Streicher noch Bläser dabei. Aber gibt es so einschneidende Nightliner-Erfahrungen? Also das ist dieser Tourbus, mit dem man durch die Gegend fährt, an die du dich noch erinnern kannst? Irgendwas, ja, kann ich. Irgendwas, was man erzählen kann öffentlich? Nein. Oder nicht? Ja, okay. Deswegen heißt der Nightliner. Ja, okay. What happens in the Nightliner stays in the Nightliner. Comes not to daylight. And please don't use the toilets. Nein. Warum hattest du heute Flugzeuge im Bauch und wo ist bei uns Zeit, dass sich was dreht? Oh Gott. Sehr oberflächliche Fanfrage, die hier gestellt. Boah. Also mit dem Flugzeug war es halt schwer, von Berlin rauszufliegen. Ich bin aber aus Frankfurt gekommen. Aber da war ein Taxistreik. Und was war das andere Frage? Zeit, dass sich was dreht? Und Zeit, dass sich was dreht. Das war der WM-Song 2006. Ne? Das stimmt, ja. Nee, da kann ich jetzt wirklich nur dummes Zeug erzählen. Du, dann darf ich dich noch am Ende, das mache ich wirklich nie. Aber signieren? Ja, und zwar... Für deine Mutter oder Großmutter? Deine Patentante. Ja, sag, dass du die wahnsinnig gerne hörst. Und sag mir deinen Lieblingstitel. Ist es 11 oder 12? Pass auf. Es gibt Stücke von dir, das habe ich auch sogar schon in dieser Sendung erzählt, es gibt Stücke von dir, die sind so, ich habe einen Kollegen, mit dem mache ich einen Podcast zusammen. Ich meine, wer hat keinen Kollegen, mit dem er einen Podcast zusammen macht? Aber mein Kollege und ich, wir haben uns vor, als das Album rauskam tatsächlich, als wir dann den türkischen Track namens Doppelherz, genau, als wir ihn gehört haben, das war die erste Single-Auskopplung, das war zu einer Zeit, als man dachte, ah, das ist eine sehr progressive Idee, eine nötige Idee, einen Song zu machen, der auf Deutsch und Türkisch erscheint, und es macht Herbert Grönemeyer, und wir haben das zum Anlass genommen, darüber zu sprechen, ich glaube 2 Stunden lang, über Songs, die sich von dir in unsere
Seelen eingebrannt haben. Und es gibt tatsächlich einen Song, und das Schlimme ist, ich vergesse den Titel immer. Das ist ein Song, den du für deinen Sohn geschrieben hast. Komet. Wo du eine Lebensweisheit an die andere reißt, von dem Album... Zieh deinen Weg. Ja, zieh deinen Weg, genau. Ja. Und das ist ein Song, der ist so tief in mir drin, abgesehen davon, dass der Weg und Mensch und viele große Songs, aber diesen Song, der ist so, ich weiß gar nicht warum, hat er sich so eingebrannt, dass es ein Frevel wäre, jetzt oberflächliche Gespräche über dieses neue Album zu führen, weil ich immer noch dabei bin, seelisch den Rest deines Werkes zu verarbeiten. Ist ganz klar. Wenn das jetzt noch on top kommt, dann fange ich an zu weinen. Ganz ehrlich, Herbert, ganz ehrlich. Das wollte ich erreichen. Und du warst bei Bochum, bei deinem großen Breakthrough quasi, warst du, das war 1984, da warst du Mitte 20. Ja, am Ende 27, 28. Ja, aber das hat mich schockiert, das zu erfahren, dass das... Dann macht dich das auch traurig, oder? Ich denke, das kann doch gar nicht sein. Herbert Grönemeyer ist quasi ein Superstar mit Mitte 20 geworden und ist immer noch ein Superstar. War immer schon alt, oder? Nein, aber du bist immer noch ein Superstar. Es gibt viele Superstars mit Mitte 20, die sind irgendwann in London versacken, von denen man dann nie wieder was mitbekommt. Und irgendwann heißt es dann, oh Gott, jetzt hat er noch eine Single mit, keine Ahnung, Nana draußen und versucht's nochmal. Aber das war ja nie dein Game. Ich möchte dich tatsächlich bitten... Was hast du denn hier gemalt? Ein Hintern? Oder? Nein, ich wollte Busen malen eigentlich. Ich mal doch keinen Hintern. Bitte schön. Vielen Dank, Herbert. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Herbert Grönemeyer. Und ich weiß nicht genau, ob ich das eventuell einfach doch für mich behalte. Vielen Dank, das ist wirklich sehr nett. Heute Abend Herbert Grönemeyer. Hashtag der Woche lautet Game of Shows. Die Sendung ist ab 20.15 Uhr in der Mediathek und ab 22.20 Uhr in ZDF Neo zu sehen. Und es bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als heute Abend einzuschalten, euch zu befehlen und dann frohe Ostern zu wünschen. Von Herbert Grönemeyer und von mir und von uns. Tschüss, bis heute Abend.